Seit 2015 bringen wir Menschen auf der Trading Base WC zusammen, die hier Airsoft spielen als Airsoft-Events. Wir haben viele männliche Spieler, wir haben ganz viele Damen dazu gebracht, Airsoft gut zu finden und die hier die Tage mit uns verbringen. Wir haben im Airsoft sicherlich einen Sport, einen Teamsport, der sprachenunabhängig ist. Das heißt, wir haben hier Niederländer, die spielen, wir haben viele Gäste, die aus Österreich, aus der Schweiz kommen und immer wieder lernen wir irgendwo dazu, was wir brauchen. Wir haben Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen für alle die eine weite Anreise haben und immer wieder gibt es neue Herausforderungen. Vor 3 Wochen durfte ich Elvis kennenlernen, der einen Tag bei uns verbracht hat mit einem Handicap, was wir so noch nicht hatten. Bin aber froh, dass der Elvis uns besucht hat, weil wir hier nachsteuern können und mit dem Gespräch mit Elvis festgestellt haben, was können wir besser machen. Mhm. Wie hast du deinen ersten Spieltag bei uns empfunden? Also ich wurde hier sehr herzlich empfangen von allen Mitspielern, sei es meinem Team. Alle auf dem Spielfeld waren super nett, haben mich hier aufgenommen, als wäre ich schon jahrelang dabei. Hand aufs Herz, ne? Also auch wir haben uns ja, ich hab dich ja gesehen vor 3 Wochen und dann warst du quasi wieder aus den Augen, aus dem Sinn, ne? Nicht böse sein, ne? Nicht falsch verstehen. Aber du warst dann später völlig auch im Spiel, du warst weg, ne? Dich haben wir ja quasi nur bei der Anmeldung einmal kurz gesehen und dann wieder beim Fahren. Sag mir, was hast du dir vorher für Gedanken gemacht? Hast du dir gedacht, das wird bestimmt schwierig für mich oder haben die Leute Hemmungen oder sowas? Ne? Also hilf mir zu verstehen, ne? was hast du dir vorher für Gedanken gemacht? Ich habe mir ein paar Videos angeguckt und die Leute laufen durchs Gelände, robben teilweise und gehen irgendwie durch irgendwelche Büsche und durch Wälder und alles. Und da habe ich mir gedacht, das ist eh nichts für mich. Also erstens komme ich mit dem Rollstuhl nicht da lang und zweitens ist es so, dass alle anderen vorgehen werden und ich irgendwo am Rande abseits stehen werde und dann auch ganz schnell getroffen werde. Aber so war das gar nicht. Also ich war wirklich positiv überrascht, weil mein Team und auch die anderen haben mich einfach mitgezogen und meinten, komm, ich geh vor, dann kannst du an der Häuserfront vorbei. Du kannst jetzt noch ein Stück vor, komm hinters Auto, dann kannst du da stehen bleiben. Ja, also man erlebt wirklich sehr viele positive Aspekte hier beim Sport. Airsoft ist etwas, wo wir aufeinander schießen und da macht unser Regelwerk auch keine Ausnahmen. Sag mir, wie hast du das wahrgenommen? Ich habe das beim ersten Spieltag habe ich das wirklich so wahrgenommen, dass einige gezögert haben. Es war so, dass sich einige gefragt haben, soll ich auf ihn schießen oder nicht? Ich bin auch wirklich auf zwei. Wir waren wirklich so, ich habe mich am Haus versteckt, die zwei kamen mir entgegen und fragten dann, sollte ich jetzt schießen? Da bin ich mir, ich war irgendwie überfordert. Und dann meinte ich so, hey Jungs, einfach ganz normal schießen. Hättest du sie zuerst gesehen, hättest du auch geschossen. Wollte ich gerade sagen, ne? Ich hätte auch auf euch geschossen. Also, auf dem Spielfeld bin ich ganz normal wie jeder andere Spieler, möchte ich auch so behandelt werden. Und na klar, also die Leute sagen, ey Hut ab, ist klasse, dass du hier bist. Also das finde ich schön, die Rückmeldung von den ganzen Spielern. Und ja, wie gesagt, hier und da, wenn einer sieht, man kommt nicht gerade irgendwo voran oder so, dann kriegt man auch hier und da mal Hilfe oder so. Brauchst du gerade Hilfe? Kann ich gerade? Oder also du bist nie jemand böse, wenn er dich fragt? Nein, ne? Nein, auf keinen Fall. Oder der eine sagt irgendwie, ich gehe gerade vor, dann kannst du mit mir, über die Straße gehen oder wie auch immer. Also so, die Leute kommen wirklich einem sehr offen entgegen. Das ist echt klasse. Für jemanden, der nicht im Rollstuhl ist, der kann das vielleicht auch schwer einschätzen. Genau. Ich hätte das wahrscheinlich eh nicht eingeschätzt und gesagt, dass das eher ganz schwierig wird. Ja. Ne? Ich bin froh, dass du sagst, es ist einfach. Und auch vor allem, du hast uns ja auch ein Feedback geben können, die Dinge, die schwierig waren. Genau. Ich erinnere mich, dass du uns gesagt hast, es ist schwierig, zum Beispiel in die Umkleidehäuser zu kommen. Ja. Ne? Klar, gibt es Treppen, haben wir vorher uns keine Gedanken darüber gemacht und jetzt eben das gelöst. Ja. Ne? Ja. Du hast mir gesagt, zum Beispiel WC-Anlagen haben wir uns vorher keine Gedanken darüber gemacht. Ne? Wir sind im Moment in der Planung für das Jahr 2022 und da ist natürlich immer wichtig, dass wir Feedback von Spielern bekommen, was ist gut, was ist nicht gut und was können wir ändern. Ne? Und das ist sicherlich einer der Punkte, die wir für 2022 ändern werden. Ich bin für einen Rollstuhlfahrer, ist natürlich nicht jedes Gelände geeignet, aber das
The Base ist super für Rollstuhlfahrer geeignet, da sehr viel asphaltiert ist, da man in einige Häuser auch so reinkommt mit dem Rollstuhl und aus den Häusern schießen kann. Und also dieses Gelände ist wirklich, bietet sich für Rollstuhlfahrer perfekt an. Sind wir dir dankbar für, wussten wir vorher nicht. Ja, ne? Also ja. Erst als die uns kennengelernt haben und durch dein Feedback heute wissen wir, dass wir das auch umsetzen können. Ja. Wie gesagt, Ingo, ein dickes Lob erstmal, dass das alles so schnell ging. Ich habe das Problem angesprochen mit den ins Haus reinkommen, in das Teamhaus. Und du hast gleich eine Lösung gefunden und eine Rampe da vor das Haus gesetzt. Also echt klasse. Und ja, das macht es mir halt einfach, weil ich kann jetzt jederzeit alleine ins Haus rein und raus gehen, mich umziehen oder wie auch immer. Ja. Nee, klasse. Also echt gut ab. Schön. Dann sehen wir uns in 2022 ganz oft. Machen wir. Ich freue mich darauf. Auf jeden Fall.